Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom City Bus Manager. Wir haben seit der letzten Folge zwei neue E-Busse. Ich muss zwar erstmal gucken, wo die sind. Da sind sie. Line City 18E. Und ich glaube, das ist auch neu hier im Spiel, dass die Busse auch vorwärts hier in der Ladestation stehen oder allgemein vorwärts stehen können. So würde ich zumindest mal behaupten, dass das neu ist. Ja, jedenfalls, das Service Center der Deutsche Eisenbahn AG ist sehr zu empfehlen. Man kommt schnell dran und mir wurde geholfen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Wie sieht die CO2-Bilanz aus? 78% aus eigener Produktion. Das ist schon mal nicht schlecht. Und hier sind wir auch gut dabei. Natürlich, darauf wollen wir natürlich nicht uns beruhen. Das soll natürlich noch auf Dauer ein bisschen mehr werden. Ist jetzt allerdings nur die Sache, wie lange dauert es. Weil ich glaube, das Hauptthema ist da erstmal die finanziellen Mittel. Ja, ansonsten, gerade ist es ruhig, aber wir haben auch irgendwo mitten auf dem Nachmittag. Also von daher, das wird wieder schlimmer. Es gab keine Wartezeit im Service Center. Das freut mich. Das hört man gerne. Ansonsten, wir haben bald 46.000. Das ist auf alle Fälle schon mal nicht verkehrt. Ansonsten, ja, die kleinen Busse hier, das sind welche aus der Rubrik Kleinbusse, die ich vermisst habe. Also das ist noch nicht mal der größte Solobus, die du erforschen musst. Aber ansonsten, 56.000 für einen Bus, ja gut, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Denn ich würde gerne zwei von den Bussen noch kaufen. Denn die neue Linie 44 Altstadt, das kann man glaube ich sehen, ist ein bisschen überfüllt. Die ist ein bisschen überfüllt, Linie 41 Westerberg, da müsste auch ein bisschen was Größeres drauf. Wer weiß, vielleicht kann man ja Linie 1 Altstadt auf E-Busse umrüsten. Also in Linie 41 dann die S319 kriegt. Das wäre schon mal so ein Ansatz und ja gut, da muss man halt mal gucken. Liniennetzabdeckung in Längerich. Erstelle weitere Buslinien um 22% der Gebäude und Sehenswürdigkeiten im Umkreis Längerich an dein Streckennetz anzubinden. Setz anschließend Busse auf der neuen Linie ein. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Wo ist eigentlich wohl Längerich? Boah, ich glaube, muss irgendwo hier unten sein. Ne, das ist Handhape. Ich frage schon mal für einen Freund. Das ist Läden. Ach, da unten ist Längerich. So, also da merkt man, dass die letzte Aufnahme schon wieder eine Weile her ist. Ja, von wo setzen wir dann am ehesten, wenn dann Busse ein? Ich würde ansonsten wahrscheinlich hier von kurz vor Holzhausen oder so irgendwie hier rüber, dann da runter. Wobei, ne warte, ich glaube besser könnten wir dann theoretisch hier vom Bahnhof Sutthausen dann einmal hier komplett runter. Durch Hagen am Teutoburger Wald und hier entlang. Hier machen wir einen Abzweig danach Längerich. Irgendwie sowas in der Art, glaube ich, müsste man sich überlegen. Aber erstmal brauchen wir brauchen finanzielle Mittel, wir brauchen Busse. Ja, gut. Da kommt einiges auf uns zu. Könnt ihr bitte auf der Linie 41 Westerberg zu den Stoßzeiten mehr Busse einsetzen? Die sind aktuell viel zu voll. Ja, das gebe ich recht. Da gebe ich, ja, was anderes als zustimmen kann man nicht. Ich war noch nie zufrieden mit dem ÖPNV wie hier. Ein Hoch auf Linie 32, Hagen am Teutoburger Wald. Die Intervalle können nicht besser sein. Ui, Mini, da läuft das da ja eigentlich zu gut. Aber wir gucken mal. Erstmal das eine, dann das andere. Und uns fehlt noch ein bisschen das Geld. Ein kleines bisschen, das fehlt noch. Aber ich würde sagen, wir kopieren mal einfach mal einen Schichtplan. Ui, da kommt noch einiges. Oder wir machen es anders. Wir nehmen gestern. Fügen den auf morgen ein. Na gut, ist dasselbe Problem. Beziehungsweise, wir müssen es eigentlich so machen. Erstmal den hier.
Das passt schon mal. Dann hier auf gestern, morgen einfügen. 11 fehlende Zuweisungen, wahrscheinlich Busfahrer oder so, oder? Nur dieses Depot, bitte. Nur dieses Depot. So, und dann hätten wir jetzt hier ein bisschen mehr zu tun. Das könnte ein bisschen länger dauern. So, zuallererst allerdings kaufen wir mal Folgendes. Wenn wir schon dabei sind. 2 neue Busse, Linie 44. So, einmal kräftig rot, dann einmal weiß. Und dann suchen wir uns mal eben kurz die Kennzeichen raus, die wir für die Busse brauchen. DE72E. DE72E. Und dasselbe Spiel als 73E. So, das hätten wir schon mal. Dann die nächste Geschichte. Fahrplan bearbeiten. Wird auf eine halbe Stunde runter. Ich hoffe mal, dass er das jetzt auch so übernommen hat. Fahrplan anzeigen. Okay, der hat das übernommen. Das ist schon mal sehr gut. So, für morgen. Linie 44. So, dann machen wir das, glaube ich, mal eben zuerst. Linie 44. Haben wir, glaube ich, nichts mehr. Nö. Dann müssen wir Linie 1 jede Menge einfügen. Linie 1, Linie 1, Linie 1. Die können alle nicht. Dann werden wir da mal gucken. Die Kollegen hier hinten. Ihr müsstet mal ein bisschen aushelfen. 15.15 Uhr hat der keinen Platz, beziehungsweise warte, 12.55 Uhr. Das würde mich jetzt mal interessieren. Haben wir nichts frei. Ja gut, das führt natürlich alles zu Verspätungen. Der könnte den fahren. So, Linie 24. Einen Nachtbus. Das wird ein bisschen schwieriger. Nee, der wird eher nix. Aber der könnte den Nachtbus fahren, wenn es ist. Das trifft sich schon mal gut. Und Linie 36 und Linie 2 bräuchten wir dann noch. So, du fährst die Linie. Den brauchen wir nicht. Brauche ich dich. Und ja gut, das ist jetzt eigentlich auch nicht so das Wahre. Warte, irgendwo hatten wir, es war einer von denen ja noch irgendwas. Ach so, okay. So läuft das. Du, ansonsten fährt der ja einfach. Ist auch ein Capacity, wenn es ist. Und Linie 36. Irgendwo haben wir das noch. Wunderbar. Da kann die Zeit ja weiterlaufen. Das Spiel wurde automatisch gespeichert. Wie schön. So, und dann brauchen wir natürlich noch Strom. Dann schmeißen wir nochmal richtig Geld raus. Einfach, dass wir am Ende Strom haben. Klar, bringt uns jetzt in der Nacht nichts mehr, aber besser schon mal was auf Vorrat haben, als am Ende brauchen.
Zumal E-Busse werden es natürlich auf Dauer noch immer mehr. Und die müssen wir halt nun mal auch versorgen. Hoch verschuldet, aber das kriegen wir hin. Ich hoffe mal, das macht hier wirklich am Ende keinen Unterschied. So. Also zumindest keinen Unterschied vom finanziellen her. Strom. Also, wir haben am Ende ein gutes Plus produziert. Und morgen wird es noch mehr. Das ist mir schon mal schön. Guten Abend. Ich wollte Ihnen nur mal kurz sagen, wie gut mir der Job gefällt. Das hören Sie bestimmt viel zu selten. Ja, eigentlich nicht. Ansonsten, stimmt, da war auch noch was. Die zwei Bäume habe ich hier auch zufällig mal in der Aufnahme mal gesehen. Die ragen an sich auch noch da rein. In die Photovoltaik. Da müssten wir auch noch mal eben kurz was anderes reinsetzen. So, vielleicht ein bisschen fahren. Und vielleicht noch einen kleinen Busch. Sehr schön. Ah ne, waren jetzt nur Fahne. Egal. Ich möchte dem Unternehmen, das die Buslinien hier betreibt, ein großes Lob aussprechen. Ist auch sehr schön. Und 94%. Das ist noch eine wunderbare Quote, oder? 4% E-Busse. Stromtarif, das kriegen wir noch hin. Und hier kommen die ganzen Busse wieder nach Hause. Bewertung. Die Busse machen einen sehr sicheren Eindruck und scheinen gut gewartet zu werden. Ja, wir geben uns da sehr viel Mühe mit. Wie sieht es eigentlich generell aus? Du bräuchtest auch eine Wartung. Dann gucken wir mal hier nach. Ist hier auch einer, der eine Wartung braucht? Ja, wir hätten einen. Okay, also das dauert dann noch ein bisschen länger. So. Mehr gibt es da nicht. Ansonsten schließe 4.970 Fahrten ab. Also da kommt auf jeden Fall nochmal extra Geld in die Kasse. Weil die Fahrten kriegen wir, glaube ich, noch relativ zügig in Anführungsstrichen hin. Siehst du, da kommt jetzt jede Menge. Ungefähr immer zur halben Stunde. Oder zur vollen. Weil ich bei den Dreiviertelstunden habe eigentlich auch einige Busse hier ein Ziel erreicht. Also je nachdem, wie das berechnet wird. Aber ich denke mal pro einmal von hin und her fahren. Diese, da kommt jetzt wieder ein Schwung. Und da haben wir wieder ein bisschen Geld verdient. Verkaufe 180.000 Fahrkarten. Gut, das wird schon wieder etwas schwieriger. Aber würde wenigstens dann 67.000 bringen, dass man auch gut investieren kann. Ansonsten vom Strom her, ich glaube, wir machen am Ende ungefähr fast eine Nullrunde. Würde ich jetzt mal behaupten. Und dann könnte man vielleicht sogar auch überlegen, am nächsten Tag den Stromtarif zu ändern. 193 noch verbleibend. Also da sind wir an sich auch noch ganz gut mit dem Internet. Und hier, ich denke mal, sobald diese erste Sonne wieder rauskommt, nehmen wir einfach einen Ökostromanbieter. Das würde sich, denke ich mal, ganz gut anbieten. So, Personal, wie sieht es eigentlich aus mit Reinigungskräften? Haben wir eigentlich genug? Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die müssen halt nur ein paar Meter laufen. Wobei ist jetzt die Frage. Ich glaube, das sollten wir mal hochdrehen auf vielleicht zwei oder drei. Denk mal drei. Ich glaube, das wird sich ganz gut anbieten. Es gibt auch einige Busse, die erst nach 20 Uhr ankommen.
Aber sieht doch an sich schon mal nicht schlecht aus, was wir hier stehen haben. Oh, du hast eine Panne. Lichteffekt, Motorenöl und Bremsbeläge. Bitte einmal erneuern. Und wir haben sogar tatsächlich noch Plus. Wie schön. Aber ich würde dann auch sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann, ja, mal gucken. Vielleicht haben wir Geld für eine neue Buserforschung oder sonst irgendwie was. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.